werden soll. Festlich illuminiert war das Kloster Bentlage am 2. Februar 2020 zu Maria Lichtmess. Aber auch zum Vortrag, Lesung und Konzert Finde dein Licht durch die Jahrhunderte. Hier im Treppenhaus sollte eigentlich das Konsorttrio mit seiner Vokal- und Tanzmusik aus dem 15. und 16. Jahrhundert den Abend eröffnen. Und eigentlich hatte man mit so viel Besuchern auch nicht gerechnet. So begann der Abend gleich im mehr als gut gefüllten Festsaal des ehemaligen Klosters. Willkommen im Kloster Bentlage. Herzlichen Dank an das Konsorttrio. Jan-Christoph Tonix, künstlerischer Leiter von Kloster Bentlage, begrüßte die Gäste und besonders die beteiligten Akteure. Frau Dr. Mechthild Beilmann-Schöner, Leiterin der Städtischen Museen Rheine, und die wissenschaftliche Volontärin Michelle Ader, sowie erstmalig im Rahmen der 500-Jahr-Feier St. Dionysius Pfarrer Thomas Lemanski und Pastoralreferent Matthias Wert, bevor er das Wort an Thomas Bücksteg von der Europäischen Märchengesellschaft übergab. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur dritten Ausgabe der Reihe Finde dein Licht. Er stellte dann auch gleich die Frage, wer denn seinen Weihnachtsbaum noch stehen hat. Denn dies sei seit Omas Gedenken so Pflicht und Tradition bis Maria Lichtmess. Wer hat noch den Weihnachtsbaum und Weihnachtsdeko stehen? Sehr schön. Zur Frage, was feiern wir denn eigentlich an Maria Lichtmess, gab er dann gleich geschickt den Ball an Pfarrer Thomas Lemanski weiter. Pfarrer Lemanski, was feiern wir denn heute? Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Was feiern wir an Maria Lichtmess? Ich habe mir mal gedacht, ich sage, dass es zwei Bezeichnungen für das heutige Fest gibt. Einmal Maria Lichtmess und, wie es dann auch im Messbuch steht, Darstellung des Herrn. Heute ist der 40. Tag nach Weihnachten. Und weiter erklärte er, Frauen galten nach der Geburt eines Sohnes 40 Tage lang als unrein. Bei Mädchen waren es 80 Tage. Darum sollte nach Verstreichung dieser Frist entsprechend den Reinigungsvorschriften der Tempel betreten werden und auch um den erstgeborenen Sohn dem Herrn zu weihen. Auch war dem Greis Simeon prophezeit worden, er würde nicht eher sterben, bis er den Messias gesehen hätte. Von ihm wird Jesus als ein Licht bezeichnet. So spielt das Licht seit mehr als 2000 Jahren eine große Rolle in der katholischen Kirche. Oder unseren Kirchen sind wir nach Osten ausgerichtet, weil wir immer dem Licht entgegenfeiern sozusagen. Wir erwarten aus dem Osten den kommenden Christus, der ja das Licht ist. Und ich bin jetzt selber ganz gespannt auf diesen Abend, auf die Texte, auf die wunderschöne Musik und schön, dass so viel Licht ist. Dankeschön. Frau Dr. Beilmann-Schöner hatte zusammen mit Michelle Adam zum Thema Kerzenlicht recherchiert und lud alle ein, ihr ins Museum zu folgen. Und sich anzugucken, was wir gefunden haben. Finde dein Licht. Das Kloster Bentlage beteiligt sich damit an einer Reihe, die von einem Netzwerkprojekt, was in Westfalen stattfindet, sich beteiligt. Da sind sowohl Klöster wie das Kloster Bentlage, das eben schon längst säkularisiert ist und inzwischen eine kulturelle Begegnungsstätte und ein Museum geworden ist, eben aber auch mit lebenden Klöstern, die eben noch bewohnt, belegt werden. Zu Beginn regte Frau Dr. Beilmann-Schöner noch mit dem Hinweis auf die Schatzkarte den Besuch der Ausstellung des Kirchenschatzes von St. Dionysius an. Der Stadt Rheine eine Ausstellung, in der wir den Kirchenschatz von St. Dionysius zeigen. Haben ganz viele Dinge herausgefunden, von denen wir jetzt ein winziges Stückchen rausgreifen. Und das ist das Thema der Lichtspenden. Man erbat sich mit dieser Spende das Seelenheil. Und solange diese Kerze brannte, wurde man selbst auch nicht vergessen. Im Stadtarchiv in Rheine
datiert in das Jahr 1767. So ging Frau Michelle Adam auf die Bedeutung des Kerzenlichts und der damit in den früheren Jahrhunderten verbundenen Lichtspenden ein. Walburgis Christina Amalie Hohmeier. Eine solche Spendenurkunde der Witwe Hohmeier aus dem Jahre 1767 ist bis heute erhalten und im Museum zu sehen. Die sie zwei namentlich bekannten Herren vermacht hat, anlässlich der Geburt Christi auf dem. Auch ist bekannt, dass die Witwe Hohmeier ein paar Jahre zuvor der Kirche St. Dionysius eine komplette Altarausstattung spendete. Und auf jedem dieser Stiftungsstücke steht auch immer der Name der gerade vorgelesenen Dame Hohmeier. In der Kirche wird das ewige Licht entzündet. Das haben Sie auch. Es gab jedoch nicht nur Spenden für Altarkerzen, sondern auch für das ewige Licht. Habe ich Ihnen hier eine Abbildung des Marienleuchters aus der Pfarrkirche zu. Die immerwährende Verehrung der Gottesmutter Maria wurde am Beispiel des Marienleuchters der Pfarrkirche Bevergern deutlich. Dabei denken Sie jedoch nicht nur an sich, sondern dienen diese Stiftungen vor allem auch der Jenseitsfürsorge der bereits verstorbenen Angehörigen, die sich gut im Jenseits versorgt wissen wollten. Und dass es auch heute noch Lichtstiftungen im Kirchenraum gibt, das hat Herr Lemanski gerade, fand ich, sehr, sehr einfach. Lichtspenden dienten in erster Linie also der Jenseitsvorsorge für sich und nahe Verwandte. Und es gibt sie auch heute noch. Hier kann man das eben sehen, dass es auch wirklich vor der Gottesmutter heute noch präsent ist, dass man sie ehrt und dass man eben dann auch um Hilfe bittet oder eben den Angehörigen entschuldigt. Vielen Dank. Zurück im Festsaal spielte das Konsorttrio noch einmal auf, bevor Pfarrer Thomas Lemanski dann kurz auf die Kerzenweihe einging und insbesondere die Bedeutung der Osterkerze erklärte. Wenn es eine Hierarchie geben könnte bei Kerzen, dann wäre das die Generalkerze, die Osterkerze. Sie ist etwas klein geworden. Wir haben ja bald das nächste Osterfest. Immer zum Osterfest gibt es eine neue. Sie brennt bei Taufen, bei Hochzeiten, an den Sonntagen, aber auch bei Beerdigungen. So ist sie schon ziemlich heruntergebrannt und ist über das ganze Jahr hinweg, über all das, was wir feiern, eine stumme Zeugin der Osternacht. Ja, meine Damen und Herren, der nächste Abschnitt soll aus Anlass unseres schon viel erwähnten Jubiläumsjahres ein bisschen zum Licht in der Gotik hinführen. Dazu wollen wir Ihnen zumuten, etwas tiefer in den Archiven zu kramen. Aber einige schlossen sich ihm auch an. Aus den Tiefen der Archive trugen dann Matthias Werth und Michelle Adam verschiedene anspruchsvolle Texte vor. Sie zitierten aus Schriftstücken des frühen 6. Jahrhunderts des Kirchenvaters Pseudo Dionysius Areopagita. Wird dieser Dionysius Areopagita, eben vom Areopag, dann gleichgesetzt mit dem Dionysius, dem ersten Bischof von Paris, der in Saint-Denis nahe Paris begraben ist. Und diesem ist ja auch unsere Dionysiuskirche geweiht. Pseudo Dionysius Areopagita überträgt den sogenannten Neuplatonismus ins Christentum. Und zunächst ein paar Abschnitte aus seiner Schrift über die mystische Theologie. Da sind die einfachen und absoluten und unveränderlichen Geheimnisse der Theologie verborgen, der jenseits von allem ist, wie die Schrift sagt, sich wirklich befindet. Pseudo Dionysius Areopagita ist auch derjenige, der die neuplatonische Lichtmetaphysik an das Mittelalter vermittelt. Nun müssen wir den geistigen Lichtnamen des Guten preisen und sagen, der Gute werde geistiges Licht genannt. Soweit ein kleiner Einblick in die Schriften von Pseudo Dionysius Areopagita. Thank you.
Laternen oder Wolkenträne. Es rieselte, mich jämmerte um mich. Ich wartete, du mildes Licht, auf dich. Ein bisschen Prosa dürfte natürlich auch nicht fehlen, mit dem Gedicht über den Mond von Annette von Droste-Hülshoff. Genauso wenig wie das alljährlich wiederkehrende Ritual der Vorlesung aus dem Buch Genesis. Diesmal über den vierten Tag der Schöpfungsgeschichte. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Gott rief dem Licht Tag. Und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und Morgen ward. Ein Tag. Wir haben von Maria, Josef, Jesus gehört, von Hanna, von Simeon. Lukas beschreibt es in seinem Evangelium so. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt. Nach dem Lukas-Evangelium erteilte Pfarrer Thomas Lemanski mit den wohl ungewöhnlichst geformten Kerzen den Segen des heiligen Blasius, dessen Gedenktag der 3. Februar ist. Besonders steht dieser Segen hoch im Kurs, sage ich mal, im Volk, weil er auch gut ist für Halskrankheiten. Dabei ist die Gültigkeit des Sakramentes oder des Segens total unabhängig von der Halsgesundheit des Spenders. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auch die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius. Bewahre euch der Herr vor Halskrankheiten und allem Übel des Leibes und der Seele. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass Sie alle ausgehalten haben. Und hoffe sehr, dass die ungewöhnliche Kost für dieses Jahr auch Sie wieder erfreut hat. Im nächsten Jahr wird es andere Kost geben. Ich verspreche Ihnen allerdings, aus der Genesis werde ich wieder vortragen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Heimweg. Danke.